Diana R. aus Lüdenscheid fragt: Sehr geehrter Experte, bei einer Recherche im Internet habe ich gelesen, dass eine Schlafapnoe die Restlebenserwartung um einige Jahre verkürzt. Schlafapnoe scheint also sehr gefährlich zu sein. Ich habe aber das Gefühl, dass weder bei den Ärzten noch bei den Betroffenen der Eindruck herrscht, dass die Schlafapnoe eine Krankheit ist, die wirklich lebensbedrohlich ist. Schlafapnoe wird auf die leichte Schulter genommen. Warum ist das so? Hallo Diana, spannende Frage. Ich kann Ihren Eindruck wirklich nur bestätigen. Schlafapnoe wird fast ausnahmslos sowohl von den Patienten als auch von den behandelnden Ärzten hinsichtlich der Gefährlichkeit unterschätzt. So jedenfalls auch mein Eindruck, den ich aus der Vielzahl meiner bisherigen Telefonate mit Schlafapnoe-Patienten und Ärzten gewonnen habe. Warum aber wird die Schlafapnoe auf die leichte Schulter genommen? Erstens, es tut nichts weh. Schlafapnoe verursacht keinerlei Schmerzen. Die Betroffenen sind meistens tagsüber zu müde, aber Schmerzen haben sie keine. Es liegt eben in der Natur der Sache, dass eine Krankheit, die Schmerzen verursacht, subjektiv als gefährlicher eingestuft wird als eine Krankheit, die nicht mit Schmerzen verbunden ist. Bildlich gesprochen, beim Bandscheibenvorfall rennen die Betroffenen sofort zum Arzt. Aber bei einer Schlafapnoe, die sich nur mit eher schwachen Symptomen bemerkbar macht, häufig erst nach vielen Jahren. Zweitens, man stirbt nicht an der Schlafapnoe, sondern an deren Folgen, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall. Die meisten Schlafapnoe-Patienten wissen jedoch nicht um den Zusammenhang zwischen Schlafapnoe und der damit verbundenen deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Ereignisse. Schlafapnoe wird deshalb als ungefährlich betrachtet. Schlafapnoe, das ist eben etwas zu lautes Schnarchen und ein bisschen Tagesmüdigkeit, aber eben nicht gefährlich. So die irrige Einschätzung der Betroffenen, aber auch der meisten Ärzte. Die Todesursachenstatistik des Statistischen Bundesamts zeigt es ja ganz deutlich. Pro Jahr 0 Tote infolge einer Schlafapnoe. Also kann die Krankheit ja nicht gefährlich sein. Tatsächlich wird die Beziehung zwischen Ursache, also den Atemaussetzern in der Nacht, und der Wirkung, also zum Beispiel einem Herzinfarkt, nicht gesehen. Der Herzinfarkt wird irrigerweise als Krankheit betrachtet. In Wirklichkeit ist er aber ein Symptom, also die Folge von etwas. Im Falle der Schlafapnoe, also die Konsequenz aus einer nachhaltigen Schädigung des Herz- und Kreislaufsystems. Und das Herz- und Kreislaufsystem wird bei Schlafapnoe deshalb in Mitleidenschaft gezogen, weil der Körper ja jede Nacht gegen den Erstickungstod ankämpfen muss. Dies bedeutet natürlich eine Menge Stress, der mittel- bis langfristig die Blutgefäße schädigt. Interessanterweise gelingt es den meisten Herzinfarktbetroffenen nicht, einen kausalen Zusammenhang zu ihrer Schlafapnoe zu sehen oder auch nur zu akzeptieren. Sie glauben, dass ein Herzinfarkt ein unabwendbarer Schicksalsschlag ist. Tatsächlich sind aber 90% der Herzinfarkte und ca. 80% der Schlaganfälle durch Prävention vermeidbar. Drittens, man lebt mit der Krankheit Schlafapnoe meist schon sehr lange, bevor sie diagnostiziert wird. Warum ist das so? Nun, die Hauptsymptomatik der Krankheit liegt ja im Schlaf. Bewusst wahrnehmen können die Betroffenen diese Symptome aber nicht. Lediglich der Bettnachbar wird Zeuge eines meist extrem lauten und unregelmäßigen Schnarchens. Deshalb dauert es häufig auch ziemlich lange, bis der Lärmverursacher vom eigenen Partner ins Schlaflabor geschickt wird, wo die Krankheit dann letztlich diagnostiziert wird. Zu diesem Zeitpunkt wird fast immer ein schwergradiges Schlafapnoe-Syndrom festgestellt. Und das ist natürlich ein psychologisches Problem. Wie gefährlich kann denn eine Krankheit schon sein, wenn man schon seit vielen Jahren mit ihr lebt, sie aber bisher nie bemerkt hat? Viertens, das Krankheitsbild Schlafapnoe bleibt im Verborgenen. Das eigentlich Gefährliche an der Schlafapnoe ist ja der nächtliche Blutdruckanstieg, der durch die Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol über die Nebennieren verursacht wird. Diese Stresshormonausschüttung ist notwendig, um eine Weckreaktion auszulösen, die den Apnoiker letztlich vor dem Erstickungstod bewahrt. Der Betroffene bekommt den nächtlichen Bluthochdruck aber nicht mit. Er merkt es nicht. Und wer misst schon im Schlaf seinen Blutdruck? Die lebensbedrohliche Situation aufgrund der nächtlichen Atemaussetzer bleibt also im Verborgenen. Unser Schlaf ist tatsächlich eine Blackbox. Wir wissen normalerweise nicht, wie nachts unser Blutdruck, unser Puls, unsere Atemfrequenz oder Sauerstoffsättigung aussieht. Fünftens,
Die behandelnden Ärzte haben es mit der Therapie der Schlafapnoe meist nicht sehr eilig. Nachdem beispielsweise ein mobiles Screening die sogenannte Polygraphie gezeigt hat, dass eine behandlungswürdige Schlafapnoe vorliegt, warten die meisten Betroffenen noch monatelang auf einen Schlaflabortermin, wo dann letztlich mit der CPAP-Überdruckbeatmungstherapie begonnen wird. Nachvollziehbar, dass die Betroffenen denken, wie gefährlich kann die Krankheit denn schon sein, wenn der Therapiebeginn noch Monate warten kann? Stellen Sie sich einmal vor, man würde bei Ihnen einen bösartigen Tumor im Gehirn finden. Wie würden Sie denn reagieren, wenn Sie erst in 3 Monaten einen Operationstermin zur Tumorentfernung bekommen würden? Zwangsläufig würde Ihnen Ihr Unterbewusstsein signalisieren, okay, ist vielleicht doch gar nicht so schlimm, es hat schließlich noch Zeit. Sechstens, Schlafapnoe kann nicht so gefährlich sein, weil es vermeintlich ausreichend ist, deren Symptome zu behandeln. Schlafapnoe ist eine Krankheit, die in der Praxis in über 99% der Fälle an den Symptomen therapiert wird. Fast immer läuft es dabei auf die CPAP-Therapie hinaus. Dem Patienten wird damit suggeriert, dass eine Symptombehandlung ausreichend sei, um die Folgeerkrankung der Schlafapnoe, wie zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall, zu verhindern. Anders ausgedrückt, wäre Schlafapnoe eine wirklich gefährliche Krankheit, dann würde man ja ursachenbezogen vorgehen, also versuchen, die Ursachen der Krankheit zu beseitigen und damit eine Heilung zu erreichen. Ergo entsteht beim Betroffenen der Eindruck, dass er schon ein Hilfsmittel wie die CPAP-Maske völlig ausreicht, um die Risiken dieser Krankheit in den Griff zu bekommen. Tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Eine in 2017 veröffentlichte Metastudie belegte eindeutig, dass die CPAP-Therapie das durch Schlafapnoe erhöhte Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall nicht reduziert. Aus meiner Sicht sind es diese 6 Hauptgründe, warum die Gefährlichkeit der Schlafapnoe derart unterschätzt wird. Natürlich sprechen wir hier ausschließlich über psychologische Faktoren, denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Gefährlichkeit der Schlafapnoe liegen ja völlig anders. Zusammengefasst, Schlafapnoe ist tückisch, weil die wahrnehmbaren Symptome der Krankheit eher schwach ausfallen und die meisten Betroffenen sich auch an die Symptome gewöhnen. Dies führt dann dazu, dass die Schlafapnoe entweder gar nicht oder nur völlig unzureichend therapiert wird. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit Sie weiterhin auf dem Laufenden bleiben rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.